Und dann haben wir nur ein Problem und jemand, der sagt irgendwie, es gibt keine Lösung für dieses Problem. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, es gibt ein Problem. Wir haben eine Lösung. Wir glauben daran, dass sie funktioniert. Herr Professor Quaschning, wir machen jetzt mal eine Challenge miteinander. Okay. Ich habe mir heute, bevor ich hergefahren bin, die Kommentare zu den beiden Videos nochmal angeguckt, die wir schon mit Ihnen drehen durften. Und da war sehr viel Zustimmung, sehr, sehr viel Zustimmung, also wirklich überragend Zustimmung, auch sehr positives Feedback zu Ihrer Art und Weise, die Dinge zu erklären. Das finde ich also ganz großartig. Ich fand es selber auch ganz toll. Es kamen natürlich auch Kommentare, die... Also ich will jetzt nicht nur sagen, negativ sind, sondern die auch einfach nochmal nachgefragt haben. Okay. Und deswegen machen wir jetzt so einen Quaschning-Nachgefragt. Okay. Und die Challenge besteht darin, dass Sie versuchen müssen, immer mit maximal 3 Sätzen zu antworten. Okay, mit vielen Kommas dazwischen. Mit vielen Kommas, vielen Uns und vielen sowie. Ich werfe Ihnen einfach die Stichworte zu und Sie, okay, Sie versuchen das mal. Okay, super. Stichwort 1, Batterie-Recycling. Ja, bei Bleibatterien funktioniert es hervorragend, bei Lithium momentan noch im Forschungsstadium mangels Batterien, die zurücklaufen. Man wird es aber langfristig recyceln müssen, weil einfach sonst die Rohstoffe auch nicht reichen. Also das heißt, es ist ein Thema, was lösbar ist. Super, das waren 3 Sätze. Ich habe mitgezählt. Okay. Klassisch. Erste Schon Challenge. Mal, ja. 5 € für Sie. Zweites Stichwort, wollen wir nicht doch auf Wasserstoff warten? Definitiv nein. Also Wasserstoff wird als Allheilmittel derzeit angepriesen. Man kann es für verschiedene Arten bei der Mobilität verwenden. Erster Punkt wäre synthetische Treibstoffe für den Ersatz von Benzin und Diesel. Oder ich könnte dann Elektroautos mit Wasserstoff betanken. Bei den synthetischen Treibstoffen brauche ich 3 bis 5 Mal so viel Energie wie für das Batterieauto. Bei dem Wasserstoff mit dem Elektromotor Faktor 3. Das heißt, es ist viel aufwendiger. Wir haben die Standorte nicht und wir werden es am Ende auch nicht bezahlen können. Es wird immer eine Nischentechnologie bleiben. Super. Das nächste ist, Benzin und Diesel hat bestimmte Umweltauswirkungen, Elektroantrieb auch. Ist doch egal. Ist es egal, womit wir fahren? Also wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir wesentlich weniger Autos auf diesem Planeten oder zumindest mal in Deutschland haben. Das ist auf alle Fälle klar. Das Benzinauto werde ich nie klimaneutral machen können, weil es fährt mit Benzin und Diesel und es wird nicht gelingen, hier Alternativen in vollem Umfang durchzusetzen. Mit dem Elektroauto kann ich klimaneutral fahren und für den Klimaschutz ist es nicht egal. Das heißt, ich brauche einen Weg in die Zukunft und der sieht so aus, wesentlich weniger Autos und die Autos, die noch unterwegs sind, müssen komplett emissionsfrei sein und das können nur Elektroautos werden. Das ist eine Aussage. Nächstes Stichwort wäre Speicher. 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 Die Energiewende und Speicher. Ja, für die Energiewende brauchen wir definitiv Speicher, weil das Wesentliche wird aus Solar- und Windenergie kommen. Der Speicherbedarf wird um den Faktor 1000 steigen. Mhm. Und wir wissen auch heute schon, welche Speicher das sein werden. Das wird eine Kombination aus Kurzzeitspeichern wie Batterien sein und Langzeitspeicher Power to Gas. Kein Problem, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. In den Medien, Kommentar, ich gebe es nur wieder, in den Kommentaren heißt es, in vielen Medien wird immer wieder sehr negativ über Elektromobilität und Elektroautos berichtet. Sehen Sie das auch so? Ist es so? Also jedes Produkt, was man herstellt, hat einen negativen Fußabdruck, auch für die Umwelt. Das trifft auch auf das Elektroauto zu. Das heißt, es gibt dort auch Schattenseiten. Im Vergleich zum Verbrenner sind die kleiner. Aber natürlich ist es für Journalisten auch immer interessant, wenn es irgendwas Neues gibt, dort auch mal ein bisschen zu bohren und die Schattenseiten zu beleuchten. Wäre natürlich schön, wenn man auch parallel dazu die Schattenseiten der normalen Mobilität und des Verbrennungsmotors zeigen würde, um das in Relation zu setzen. Okay. Was öfters kommt, nicht nur unter den Videos mit Ihnen, sondern auch unter anderen Videos, auch sehen wir es auch bei anderen Kanälen, so der Hinweis, Deutschland trägt nur 2% zu den weltweiten CO2-Emissionen bei. Warum machen wir uns eigentlich so einen Riesenkopf? Sollen das doch in China und in Indien sich viel eher einen Kopf machen? Naja, wenn die Inder ist ja auch nicht viel, viel mehr als Deutschland, China ist mehr, aber selbst wenn die Chinesen Klimaschutz machen und der Rest der Welt nicht, ist ja auch nicht gewonnen. Das heißt, Klimaschutz kann nur gewinnen oder kann nur funktionieren, wenn alle etwas machen. Und man kann das ja mal umdehnen, das habe ich neulich mal auf Twitter gemacht und habe gesagt, also in Australien sind ja sehr viele Tiere jetzt auch durch den Waldbrand, durch die Waldbrände gestorben.
eine der Ursachen war der Klimawandel, mhm, und wir werden dann auch natürlich an 2% der toten Tiere verantwortlich, die auf den Klimawandel zum Teil zurückzuführen sind, haben sich alle Leute darüber aufgeregt und gesagt, mhm, naja, 2%, also ist ja nicht so schlimm, aber an 2% der Schäden, mhm, die natürlich auch immens sein können, will ich auch nicht verantwortlich sein, und vielleicht überlegt man sich das so mal. Mhm. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Definitiv, auch jetzt kann das nicht gelingen. Mhm. Das letzte, den letzten Kommentar habe ich mir für den Schluss aufgehoben, Herr Professor Quaschning, und das ist vielleicht ein bisschen was Persönlicheres. Sie kennen noch den Professor Werner Sinn vom IFO-Institut. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, arbeitet er dann noch beim IFO-Institut? Der ist mittlerweile emeritiert, also ja, in Rente, aber okay, ist immer noch verbal und ja, in den Medien aktiv. Genau, und Sie kennen sicherlich auch seinen Beitrag Energiewende ins Nichts. Mhm. Und wir hatten einen Kommentar, da stand, also es war jetzt einfach nur so neutral, also Herr Professor Sinn sagt das eine und Sie auch als Hochschulprofessor sagen was diametral anderes zum Thema Energiewende. Der eine sagt, das geht nicht, Sie sagen, das geht wunderbar. Das haben wir auch heute wieder gehört und gesehen. Wer soll denn glauben? Na, derjenige, der die schönere Krawatte hat. Aber heute ist keine. Ja, genau, das habe ich schon verloren. Nee, also das ist natürlich für den Laien auch extrem schwierig, ja, einzuschätzen. Darauf also, will ich eigentlich am Ende geht es dann auch um die Sympathie. Also, mhm. Vielleicht habe ich jetzt 2, 3 Sätze mehr. Natürlich, ausnahmsweise. Weil das Thema jetzt ein bisschen komplizierter ist, dann zu erläutern. Also wir haben hier verschiedene Ansichten, die jetzt auch sich generell auf verschiedenen Kommentaren, auch wenn man jetzt Handelsblatt oder sowas liest, aber auch jüngst irgendwie Angriffe auf die Kollegin Kempfert, die auch sagt, es geht, und dann gab es Wirtschaftsleute, die gesagt haben, es geht entsprechend nicht. Also, dass es technisch geht, wird, glaube ich, keiner bezweifeln. Also technisch können wir das Ganze hinkriegen. Die Frage, die sich am Ende stellt, irgendwie, was kostet das Ganze und was ist dann die beste Lösung? Herr Sinn hat sich da in seiner Sache schon weiterentwickelt. Am Anfang hat er einfach nur gesagt, die Energiewende geht nicht, ohne irgendwie eine Alternative aufzuzeigen. Dann stellt sich natürlich die Frage, wenn wir einen Klimawandel haben, was ist dann das, ja, hängen wir uns dann alle auf irgendwann oder geht die Welt dann unter? Mittlerweile bietet er eine Lösung an und die sieht aus, dass wir irgendwie alles mit Kernenergie machen. Ja. Und, okay. Ja. Kann man zustehen, wie man will. Also das heißt, es gibt eine Frage der Risikoabwägung, auch eine wirtschaftliche Überlegung. Also alleine aus wirtschaftlichen Gründen bin ich der Meinung, es funktioniert nicht. Er hat offensichtlich eine andere Meinung, muss man gegenüberstellen. Und dann im Zweifelsfall ist ja nicht so, dass es nur eine funktionierende Lösung gibt. Es gibt 2 funktionierende Lösungen. Man kann sicherlich versuchen, aus dem Klimawandel rauszukommen, indem man massiv auf Kernkraftwerke setzt und hunderte von neuen Kernkraftwerken hier in Deutschland auch baut. Die Frage ist, ob das durchsetzbar ist oder ob wir dann lieber Windräder bauen. Also ich finde die erste Variante entsprechend besser und deswegen müssen wir einfach schauen, die Argumente gegenüberstellen und das durchdiskutieren. Das ist aber für den Laien natürlich sehr, sehr schwierig, weil natürlich das rauszuarbeiten, wo die Unterschiede ist, auch entsprechend schwierig ist. Aber dann muss man auch einfach schauen. Es gibt ja auch Einzelmeinungen. Also der Sinn ist ja jetzt irgendwo nicht mehr derjenige, der irgendwie eine Mehrheitsmeinung vertritt. Das ist also auch ganz klar bei den Wissenschaftlern. Das sieht man auch bei Scientists for Future, wo sich ganz, ganz viele Wissenschaftlerinnen über 26.800 zusammengetan haben, die einfach sagen, also der Weg in den Klimaschutz ist auch vorgezeichnet. Und da wird es immer ein paar andere Stimmen geben. Aber ich glaube, man muss einfach dann versuchen, den Weg zu gehen, den die Mehrheit auch irgendwie vorzeichnet. Man macht da sicherlich auch Fehler dabei. Also ich meine, die Weisheit mit Löffeln haben wir auch alle nicht gefressen, aber das Problem ist so groß. Und wenn es einen Weg gibt, wo die Mehrheit sagt, der funktioniert, und dieser Weg, der kann uns den Arsch retten, sage ich mal, und die Lebensgrundlagen unserer Kinder, und die anderen zeichnen einen Weg auf, wo man, glaube ich, als Laie, also da muss der Herr Sinn einfach mal mit Herrn Söder reden, wo die neuen Kernkraftwerke in Bayern stehen sollen, und dann ist das Thema erledigt, glaube ich. Ich denke auch, ja. Und dann ist das eine Lösung, die nicht funktioniert. Und dann haben wir nur ein Problem und jemand, der sagt irgendwie, es gibt keine Lösung für dieses Problem, und dann gibt es andere Leute, die sagen, es gibt ein Problem, wir haben eine Lösung. Wir glauben daran, dass sie funktioniert, und wenn sie nicht funktioniert, lasst es uns ausprobieren, weil das ist eigentlich die einzige Chance, unseren Kindern das Leben zu retten. Als Abschluss, ich habe heute in einem Bericht gelesen, dass in Ägypten ein 1,5 Gigawatt Solarkraftwerk gebaut wurde, in die Wüste hinein, billiger als alle anderen Energiealternativen, die man hatte. Das zeigt eigentlich den Weg. Ja, nicht nur in Ägypten. Also wir hatten jetzt jüngst eine Ausschreibung. Das war ganz frisch. Genau. Ja. Wir hatten jetzt jüngst auch eine Ausschreibung in Deutschland, wo Solarstrom angeboten wird. Und der wurde erstmals in Deutschland für unter 4 Cent die Kilowattstunde angeboten. Im Vergleich dazu, also aus der Steckdose kostet er 30 knapp. Genau. Und so ein neues Kohlekraftwerk müsste schon auch für 8 Cent oder sowas anbieten, um langfristig konkurrenzfähig zu sein. Selbst in Deutschland, also mit dem deutschen Wetter, ist mittlerweile
Solarstrom die preiswerteste Lösung. Man muss fairerweise dazu sagen, also in der Nacht brauchen wir auch noch Speicher, die machen es wieder ein bisschen teurer. Aber auch da sehen wir den enormen Preisverfall. Mhm. Also von der Kostenseite her haben wir gar kein Problem. Und ich glaube, man muss es einfach mal tun und einfach machen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin gesagt haben. Es bedeutet aber auch Veränderung. Mhm. Und diese Veränderung, ganz viele Leute haben einfach Angst. Irgendwo irgendwie sieht anders aus, die Welt ist irgendwie anders. Sie soll am besten, ich will alles konservieren und so lassen, wie es ist. Aber die Welt wird sich verändern, ob wir da nur mitmachen oder nicht. Und es ist besser, wir sind ganz vorne dabei. Weil Deutschland als Industrieland und vor allen Dingen als Exportland ist, glaube ich, ganz gut damit bedient, wenn wir dann auch wirklich bei den Zukunftstechnologien mit vorne dabei sind und nicht an irgendwelchen alten Kram festhalten, womit wir dann auch langfristig unsere Arbeitsplätze gar nicht sichern können. Ich glaube, man muss auch einfach mit dem romantischen Bild aufräumen. Es reicht aus, wenn wir irgendwo hier und da mal ein Windrad aufbauen. Das reicht nicht. Wir werden das sehen. Ich habe es ja auch neulich in dem Video gesagt, wo ich so ein bisschen mit der Kragen geplatzt ist und ich mal so ein paar Dinge irgendwie erzählt habe. Und ich glaube, ihr seht es hier, Solarmodule und Windenergie und junge Leute, die ausgebildet werden. Das ist, glaube ich, ein Weg, den wir alle gemeinsam gehen können. Ja, vor allen Dingen ist es auch eine Generationsfrage. Ich war neulich beim KiKA mal eingeladen und da haben sie dann an die Schüler oder an die Schüler, das sind ja an die Kinder da irgendwie mal eine Frage gestellt, wer ist denn für Windkraft und wer ist dagegen? Also irgendwie dann eine Zuschauerumfrage, da waren irgendwie 80-90% für die Windenergie. Dann war die nächste Frage, wer hätte denn gern ein Windrad in seiner Straße? Und da waren auch die Mehrheit der Kinder dafür. Wow. Ja, also das heißt, gut. Wenn die Eltern dann anfangen zu motzen, dass es aber laut ist. Aber man sieht einfach, die junge Generation hat gar kein Problem damit. Das gehört zum Landschaftsbild und das ist einfach so meine oder noch die ältere Generation, die halt damit aufgewachsen ist, dass da irgendwie ein unberührtes Rapsfeld ist. Das ist ja auch irgendwo eine Monokultur mit Pestiziden irgendwie vollgesprüht. Das ist ja auch nicht so romantisch, wenn man da hinschaut, als es ist. Aber das versucht man zu konservieren und davon müssen wir uns trennen, weil die Schäden, die wir dann einfach mit dem Beharren einfach auslösen, halt einfach gigantisch sein werden. Das wissen wir und das einfach auszuprobieren, wird fatal. Wir sehen ja jetzt schon, wie der Winter aussieht. Und wenn wir einfach überlegen, auch die Wissenschaft ernst meinen, was auf uns zurollt durch den Klimawandel, dann müssen wir jetzt einfach aktiv werden. Alles andere ist komplett unverantwortungsvoll. Dann haben wir jetzt genug gesprochen. Lass uns an die Arbeit gehen. Ja. Herr Quaschning, herzlichen Dank, dass Sie die Zeit hatten. Danke fürs Besuchen. Vielen Dank fürs Zugucken. Vielleicht sehen wir uns ja hier nochmal wieder. Wer weiß, jederzeit. Immer wieder hochinteressant. Dann würde ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Denkt bitte dran, unseren, aber auch den Kanal von Herrn Quaschning, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, zu abonnieren. Genau. Die Alarmglocken zu klicken. Ein Like hier. Immer hier ein Like hier. Auch. Genau, natürlich, selbstverständlich. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Schönen Dank. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Gut, das war die Probe und jetzt nochmal.